Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. Nein. Mein Gott. Komm. Knockback. Oh mein Gott. Ein Herz muss los. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde FX2 Bad Ross auf der Map Rainbow. Und ich habe heute, denke ich, ein sehr spannendes Thema, eine sehr spannende Storytime vor allem für euch dabei. Denn heute wird es darum gehen, wie ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Und manche werden sich jetzt denken, ah, aber das ist doch locker nur so eine kleine Geschichte. Und ah, das ist doch gar nicht so spannend. Doch Leute, weil ich muss sagen, es war bei mir eher wie in so einem, auch wenn es kitschig klingt, wie in so einem Liebesfilm. Danke für diesen absolut komischen Lag. Denn es war so, dass ich so, ich weiß nicht, vor circa ein bisschen mehr als einem Dreivierteljahr, also ein Jahr und ein Dreivierteljahr, war ich so auf der Schule. Es war schon, es war noch Winter. Das war der Winter letzten Jahres, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre. So im November, denke ich, war das circa. Da fing es nämlich an, dass ich auf dem Schulhof war mit meinen Kumpels. Vor der Turnhalle war dann dieses Mädchen, so früher noch hellblaue Haare gehabt, aber so ein hellblau-grün eher Ton. Und lol, warum hat er absolut kein Knockback bekommen? Ja, auf jeden Fall habe ich sie da gesehen und es war schon so ein bisschen dunkler, da kann ich mich auch ganz genau dran erinnern. Und ich habe sie so angeguckt und dachte mir so, scheiße, was ist das für ein Mädchen? Auf jeden Fall habe ich sie dann gesehen und dachte mir so, alles ist mir so durch den Kopf geschossen. Aber auf jeden Fall nicht das, dass ich sie anspreche oder irgendwas. Nein, Leute, mir ist einfach wirklich alles durch den Kopf geschossen. Ich habe so in den Stunden, habe ich dann so an sie gedacht und sowas. Dachte mir so, boah, die ist echt krass. Habe sie dann auf weiteren Pausen auch immer angestarrt, also wirklich angeguckt, wie sonst was. Ich würde, wie gesagt, fast behaupten, angestarrt. Und, na, bekommst du jetzt Knockback, Kleiner? Ja, GG an dich. Ja, und dann ging der ganze Spaß so weiter. Ich will gar nicht callen, wie lange das ging, denn manche werden mich, glaube ich, wirklich dafür flamen in den Kommentaren. Es ging, glaube ich, ich habe sie wirklich 8 oder 9 Monate habe ich sie wirklich die ganze Zeit nur angeguckt und mich nicht getraut, sie anzusprechen. In der Zwischenzeit habe ich sie dann auch zum Beispiel mit ihrem Dad einkaufen getroffen bei Rewe, beziehungsweise habe sie halt gesehen, als ich gerade mit meiner Mom bei Rewe war. Ja, nice. Und Paluten-Skin kommt Schaden. Ja, nice GG an euch. Nein, der hat ein Schwert, oh, schade. Und zum Beispiel habe ich sie da noch zwischendurch gesehen, so wie sie mit dem Dad einkaufen waren. Da ging mir halt alles durch den Kopf geschossen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich lag dann immer so abends im Bett und dachte mir so, jo, was wäre denn, wenn ich jetzt ihre Eltern kennenlerne oder was wäre, wenn wir uns das erste Mal küssen und sowas. Und ich war so, boah, Naja, auf jeden Fall habe ich sie dann auch öfter getroffen. Ich glaube, einmal war das bei Rewe. Und in der Schule sind wir uns immer so richtig komisch über den Weg gelaufen. Und irgendwann, so nach, keine Ahnung, nachdem ich sie 2 Monate angeguckt habe, hat sie mich auch angeguckt. Das ganz Komische daran war, oder ist heute noch, dass ich hundertprozentig, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es ist. Als ob ich den Hit einfach nicht bekommen habe. GG an euch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Wir haben es gleich. So, in der nächsten Runde angekommen. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ihr wisst, wie es ist, wenn euch jemand anschaut oder wenn jemand eure Blicke erwidert, wenn euch jemand direkt in die Augen schaut von auch weiten Entfernungen. Aber das hat sie auf jeden Fall gemacht. Das hat sie zu 100% gemacht. So, nachdem ich sie 2 Monate angeguckt habe und dann hat sie auch immer so zurückgeguckt, hat mich auch angeguckt und sowas. Und da haben unsere Blicke sich immer so getroffen. Ich weiß nicht, wie man sich das beschreiben soll. Ich habe mir immer so, boah, krass. Und wenn sie mich anguckt, dann muss sie auch irgendwie muss ich ja Interesse bei ihr wecken, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall gab es dann immer so ganz komische Situationen, wo ich zum Beispiel dann in ihrem Klassenraum war, weil ich mit dem Lehrer reden musste oder so, was, keine Ahnung, wenn ihr wisst, wie es ist, wenn ihr so in jemanden verliebt seid, Leute. Oh, scheiße, klingt das kitschig. Das tut mir voll leid an die ganzen Leute, die gerade abcringen vor dem Bildschirm. Aber wenn ihr wisst, wie das ist, dann wisst ihr auch, wie komisch das ist, wenn ihr die Person noch nicht angesprochen habt, beziehungsweise noch nie mit ihr geredet habt, gar irgendwie Kontakt mit ihr habt. Wie komisch es ist, wenn ihr aus Zufall mit ihr zum Beispiel in einem Raum seid oder wenn ihr zum Beispiel da seid, wo sie sind oder wenn ihr neben ihnen steht oder sowas. Denn es ist so eine für euch ganz unangenehme, komische Situation, zumindest war es für mich so. Und wir haben wieder ein paar Stacker in der Runde. Da wollen wir Leute wieder Airhits bekommen. Nein, oh, ich bin viel zu früh hochgesprungen. Schade.
Ich hoffe mal, dass ich den jetzt bekomme, weil mein Mate die ganze Zeit aus- und intimed und austimed, eintimed, austimed. Leute, mir fällt an Revi momentan auf, dass es so viele fucking Stacker gibt. Also no joke. Ich glaube, wenn du auf Revi krasse Airhits kannst, was bei mir relativ geht, wenn du auf Revi krasse Airhits kannst, dann hast du halt die halbe Miete, so holy shit. Und zum Beispiel kam es dann da auch dazu, dass zum Beispiel, wenn die Schule irgendwelche Feste gemacht hat oder so, ich mir halt dachte, yo, oh, das war ein guter Move von ihm, GG. Dass ich mir dachte, yo, ich gehe da jetzt einfach hin und vielleicht treffe ich sie ja da und habe dann eine Chance, sie anzusprechen oder sowas. Oder auf dem Schulhof, sie hat halt immer mit ihren Freundinnen gechillt, ist ja klar. Keine Ahnung, ich fand das früher, heute würde ich es glaube ich gar nicht mehr so schlimm finden, aber früher war das so, wenn ich sie anspreche, dann will ich am besten mit ihr alleine sein, bisher einfach um alleine zu talken, dass die Freundinnen zum Beispiel nicht durchgehend dazwischen plappern oder sonst was. Das wäre nämlich ganz doof gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann immer gehofft, dass sie irgendwie alleine ist, dass ich sie irgendwie alleine auf dem Schulhof antreffe und mit ihr reden kann, wenn sie halt nicht unbedingt bei ihren Freundinnen hockt. Nein, als ob ich den Airhead einfach nicht bekommen habe. Leute, ich muss mir mal in der Aufnahme in Zeitlupe angucken. Aber kann es sein, dass ich die Leute anaime, aber halt den Hit einfach nicht bekomme? So, auf ganz komisch. Und Toni will auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Jetzt. Oh, wäre der jetzt nicht gestorben. Die Runde ist gerade übel intens, obwohl ich einfach nur ein bisschen Thementalk oder Storytime machen will. Das ist echt belastend. Naja, auf jeden Fall habe ich halt immer gehofft, dass sie so alleine ist. Und wenn sie dann mal alleine zum Beispiel am Haus saß oder irgendwo anders ist, habe ich einfach nie die Eier in der Hose gehabt, sie anzusprechen. Ich weiß nicht, ob man dieses Gefühl beschreiben kann, aber immer bevor ich sie ansprechen wollte, hatte ich so übel, keine Ahnung, Bauchschmerzen bekommen. Aber nicht so Brechbauchschmerzen, sondern so eine komischen Bauchschmerzen. Weiß ich nicht, wie man das beschreiben kann bisher. Also das ist wirklich ganz schwer zu beschreiben, so vom Ding her. So, eins ist weg. Oh nee. Leute, das wird ganz lustig. Oh nee, er hat Leitern. Na, ob ich ihn bekomme, wenn er Leitern hat? Ja, moin. Er hat halt gar kein Knockback bekommen. Und wie gesagt, wenn sie dann mal alleine war, hatte ich so eine komischen Bauchschmerzen mal davor. Und dann habe ich mich gar nicht getraut, sie anzusprechen, weil ich auch Angst hatte, dass ich mich verplappere oder dass sie dann, nachdem ich mich sie angesprochen habe, weil ich ja übel nervös war und ich mir vorstellen konnte, dass ich irgendwie was Dummes sage oder sowas, dass sie falsch von mir denkt. Oh mein Gott, war das gerade schlecht von mir? Ist er tot? Ja. Und ich habe auch immer so, nachdem ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich immer wieder, ich glaube, wie gesagt, die ganzen 9 Monate, die ich sie gesehen habe, wo ich mir immer wieder dachte, yo, spreche sie ja doch jetzt einfach an. So viel kann ja nicht schief gehen und wenn es schief geht, man, dann ist es halt so, dann bist du halt gefallen und du stehst auch irgendwie wieder auf. Aber nee, ich bin immer nach Hause gekommen und ich habe mich so über mich selbst geärgert, ich habe mich so aufgeregt über mich selbst, dass ich es wieder halt einfach nicht hinbekommen habe, sie anzusprechen. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja, denke ich, verständlich und holy shit, geht doch von euren Leitern weg, Mann. Oh je, Leute. Also wie wir die Base holen sollen, das ist halt echt eine Frage für sich so. Egal, ich versuch's einfach. Nee, keine Chance, wenn da die Leitern sind. Du hast halt wirklich keine Chance, wenn die Leitern da sind, dass du sie irgendwie holen kannst. Das ist unmöglich. Ich will jetzt aber ungern Eisen holen, weil ich glaube, Russian ist hier gerade echt ist so ein bisschen gechillt. Weil wir sind so vom Gegnerniveau sind wir so auf einem Level circa. Kann auch sein, dass sie uns jetzt gleich brutal klatschen. Aber dann ist es halt so, weil... Also bei der Base, Leute, ist es halt so verständlich, dass ich die nicht holen kann mit Rush IQ, so. Oh nein. Die bauen sich auch immer so safe. Nein. Oh mein Gott, ich habe den Double Block Safe noch geschafft und dann bin ich auch runtergeklatscht. Das hätte ich viel besser spielen können und er hat sich halt gerade in dem Moment eingebaut, ne. Irgendwann so nach 9 Monaten wirklich gefühlsmäßig so auf und ab. Manchmal wollte ich sie dann vergessen, manchmal nicht. Und dann habe ich wieder an sie gedacht, weil sie mich wieder angeschaut hat. Dann hat sie mich manchmal angelächelt, wirklich. Sie hat mich angeguckt und so richtig über mich angelächelt. Und das ist halt, wenn das Mädchen, was ihr besonders mögt, euch anlächelt, ist das halt schon so übel krass. Weiß ich nicht. Man hat dann so ein Gefühlschaos in sich. Ach, Mats. Nein, hä? Ich habe doch hundertprozentig einen Hit bekommen, oder nicht? So, V1 ist down. Der darf uns nicht bekommen, der darf uns nicht bekommen. Der kann sich halt so easy am Bett einbauen. Oh mein Gott, GG. Und nach 9 Monaten habe ich dann gedacht, yo, da saß ich so zu Hause, ne, an meinem PC und dachte mir so, yo, versuch doch einfach, sie auf Insta zu finden, weil ich meine, jedes Mädchen hat Instagram, oder nicht? Dachte ich mir, versuch sie auch einfach auf Insta zu finden und schreib sie da an, weil, wie gesagt, in Real Life so, wenn ihr 9 Monate die ganze Zeit denkt, yo, ihr könnt sie ansprechen und dann spreche ich sie aber einfach nicht an, weil ihr immer diese schüchterne, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, im Magen habt. Dann denkt ihr euch einfach irgendwann, yo, wie muss das über andere Wege funktionieren, wisst ihr, was ich meine? Und was machen die Gelben eigentlich da die ganze Zeit, Alter? So. Das Ding ist, ich würde nicht mal behaupten, dass sie krass gut sind. Das Problem ist halt einfach deren Base. Also deren Base ist halt das größte Problem, so vom Ding her.
Weil die Base ist halt, wie soll ich mit Rusher Equipment bei dieser Base was machen? Jetzt mal ohne Witz. Das ist echt schade, dass sie so halt auf Leitern spielen, um nicht zu verlieren, keine Ahnung. Aber nicht zu ändern. Vielleicht kann man sie ja irgendwie lucky holen jetzt oder so. Das Ding ist, wenn ich darauf springe und mich da einbaue, hätte ich da nicht irgendwo eine Chance, hier runter zu knocken? Nein, nein! Oh, das war aber eine gute Taktik, weil der eine Typ ist echt weggeflogen und der andere auch. Hätte ich da ein Stück länger überlebt, hätte ich es vielleicht holen können. Und auf jeden Fall habe ich dann so auf Instagram gesucht und habe so geguckt und habe sie halt einfach nicht gefunden, wisst ihr? Ich habe Hashtags durchgeguckt. Ich habe immer in so Nähe Berlin hier in meinem Ort die Ortsanzeigen durchgeguckt, ob die irgendwie verlinkt worden sind, vielleicht auf ihren Bildern. Ich habe alles gesucht. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, yo, scheiß doch einfach mal drauf, sie über Hashtags oder so zu finden, sondern geh doch einfach zu ihren Freundinnen auf die Accounts und schreib eine Freundin von ihr an. Oder jemanden, wo du weißt, dass sie hundertprozentig den Insta-Namen kennt von ihr. Und jetzt sind wir wieder in dieser Situation. Wollt ihr mich flaxen? So, einer ist down. Und ich habe sogar noch den Blocksafe geschafft, aber bin gestorben. Schade. Und dann bin ich so auf die Idee gekommen und dachte mir so, Bruder, das ist krass, was du dir da gerade ausgedacht hast, ne? Und ich gucke so auf Insta und ich habe einen Account von ihrer Freundin gefunden. Beziehungsweise von einer Freundin von ihr, wo ich dachte, dass sie befreundet sind. Aber ist ja auch relativ egal. Sie wusste halt den Insta-Namen von dem Mädchen. Ich hatte zum Beispiel, nein, Junge, Leiternspieler. No, 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 no. Nein, nein, nein. GG. Oh mein Gott, das war so schlecht von mir. Das war so schlecht von mir. Ich hätte da nicht runter... Oh, ich hätte nicht hochgehen sollen. Das war echt scheiße von mir. Ich glaube, wir können sogar in der Runde noch was reißen. Ich spiele jetzt auch einfach mit Leitern, weil... So wie sie, mir, ich ihn. Die Freundin habe ich dann angeschrieben. Und ich hatte, wie gesagt, ein Bild, weil ich habe auch auf Schulwebsites gestalkt, Leute, nach Bildern von ihr. Die ich mir dann immer angucken kann, wenn ich jetzt mir so gerade wieder denke. Ich will sie jetzt gerade sehen, weil sonst kann ich es ja anders nicht. Auf jeden Fall habe ich dann ihre Freundin angeschrieben auf Insta. Habe ihr das Bild geschickt und gefragt, yo, kennst du den Insta-Namen von dem Mädchen? Das würde mich eigentlich interessieren. Und sie so, warum? Und dann habe ich erstmal, ich glaube, 4 Tage musste ich mit ihr schreiben, mit der Freundin, damit ich den fucking Insta-Account bekomme. Das Ding ist, das sind halt Leiter-Player. Und Leiter-Player wissen meistens zu 100%, wie man gegen Leitern playt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Freundin eingeschrieben und dachte mir so, yo, jetzt habe ich es einfach. Und die Freundin hat mir wirklich, nachdem ich sie gefragt habe, nach 4 Tagen schreiben. Ich muss erstmal so Kontakt mit ihr aufbauen, weil ja, ich gebe dir ja nicht den Insta-Namen von der Freundin, wenn ich dich gar nicht kenne. Auf jeden Fall habe ich dann den Insta-Namen bekommen, habe meine jetzige Freundin über Insta angeschrieben. Wir haben 5 Tage lang habe ich geschrieben mit ihr und habe immer geschrieben, dass ich mich nicht traue, sie anzusprechen und so, weil sie natürlich auch wissen wollte, wer ich bin. Ja, wie soll ich sagen, Leute? Dann ist es dazu gekommen, dass ich mich getraut habe. Das wird gleich ganz eklig. Fliegt doch. Scheiß Leiter am Player. Ciao. Und dann hat es, nachdem ich sie angeschrieben habe, selbst, wie gesagt, nachdem ich sie angeschrieben habe, hat es noch 4 Tage gedauert. Und als ob ich jetzt auch noch gebossbannt werde, hat es noch 4 Tage gedauert, bis ich es geschafft habe, sie anzuschreiben. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so tot. 4 Tage hat es gedauert, bis ich mich getraut habe, sie anzusprechen. Wisst ihr, was ich meine? Fuck. Ich habe ein halbes. RIP, Mates. RIP. Auswegslose Situation. Ganz ausweglos. Nein. Oh mein Gott. Komm. Knockback. Oh mein Gott. Ein Herz, muss los. Warum spammen die mich denn jetzt? Das macht gar keinen Sinn. Als ich mich dann endlich getraut habe, sie anzusprechen, ich weiß auch ganz genau, in der Schulpause, Leute, sie ist mit ihrer Freundin rumgelaufen und ihre Freundin hat sie zum Beispiel auch schon so an mich geschubst gehabt und so, da ich endlich zu ihr gehe, weil ich habe mich halt einfach nicht getraut. Das gebe ich auch so zu. Ich habe mich wirklich einfach absolut nicht getraut und ich denke, das ist auch absolut verständlich, dass ich einfach nicht die Eier in der Hose hatte, sie anzusprechen. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, das Gefühl, aber es ist einfach übelst erdrückend für dich, dieses Mädchen dann anzusprechen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, dreh dich jetzt einfach um, mach jetzt einfach und es kann nichts passieren. Sie hat 4 Tage mit mir, ich glaube, wir haben 5 Stunden jeden Tag auf Insta geschrieben. Es kann halt wirklich nichts passieren, wisst ihr, was ich meine? Und schau an dich. Dann habe ich mich umgedreht, habe sie angesprochen und habe hey gesagt, was geht? Hey, was geht, habe ich gesagt. Ja, was soll ich sagen? Wisst ihr, was dann passiert ist, Leute? Ich weiß, es ist kaum zu glauben, da aber... Genau nachdem ich es gesagt habe, nach über 9 Monaten, 9 Monate habe ich sie angeschaut, nach über 9 Monaten habe ich mich getraut, sie anzusprechen. Und dann kam es so weit, dass es, nachdem ich sie angesprochen habe, es direkt geklingelt hat. Bedeutet, ich dürfte sie, nachdem ich sie angesprochen habe, nochmal ansprechen in der nächsten Pause. Und das war nochmal eine krasse Überwindung, muss ich wirklich sagen. Und auch der Gelbe pusht mich die ganze Zeit, ich will Eisen holen eigentlich. Weil anders kann ich die Gelben halt jetzt einfach nicht holen, auch wenn Eisen eigentlich, keine Ahnung, ich finde Eisen ist nicht so cool auf Claustro zum Beispiel. Weil Claustro ist so eine Map,
da brauchst du das Eisen halt eigentlich nicht wirklich. Also wenn ich ihn jetzt nochmal bekomme, wäre schon ziemlich lustig. Ich glaube, ich gehe den ziemlich auf den Nerv, so. Ist ja auch vielleicht der Grund. Nein! Schade. GG, Leute. GG. Wie gesagt, bei der Leiterbase kann ich halt... Ich denke mal, das ist verständlich, dass ich die nicht holen konnte mit Rush Equip. Ich hoffe, euch hat die ganze Storytime gefallen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit über 6 Monaten mit der jetzigen Freundin, von der ich euch gerade erzählt habe, zusammen. Es war echt eine kleine Überwindung von mir, das hier zu erzählen, weil es irgendwie echt sowas eher Persönliches ist. Was wirklich, wirklich sehr Persönliches. Aber naja, trotzdem hoffe ich, euch hat das hier gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.